Herzlich willkommen zu Discworld Noir, dem neuen, oder sagen wir besser gesagt, dem letzten PC-Spiel auf der Scheibenwelt. Ja, und ich habe keine Ahnung, wie lange ich diese Stimme noch durchhalte, deshalb fange ich jetzt an, lieber normal zu sprechen. Und deshalb begrüße ich jetzt euch hier mit meiner ganz normalen Stimme zu Let's Play Discworld Noir. Ja, ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass es das letzte PC-Spiel ist, was es momentan gibt. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eins, was auf der Scheibenwelt und damit auf den Roman von Terry Pratchett basiert. Eins vorweg, in dieser Folge werdet ihr nicht viel vom eigentlichen Spiel sehen, sondern wir werden uns hier auf das Tutorial konzentrieren. Der Grund hierbei ist, dass das Spiel oder das Intro immer wieder gerne abstürzt. Und ich habe jetzt schon genug Probleme gehabt, das Spiel so einigermaßen zu starten, dass es losgeht. Okay, jetzt hier kommt ein kleiner Text, der so ein bisschen eine Einweisung gibt, à la Star Wars, A Long Time Ago, etc. Ich werde den jetzt hier nicht vorlesen, weil der doch etwas länger ist und relativ schnell durchrauscht und ich komme da einfach nie mit. Wenn ihr den Text lesen wollt, dann empfehle ich euch, nehmt euch Zeit, pausiert immer wieder, lest es euch durch. Und so weiter. Gehen wir lieber zurück zu Discworld Noir. Der Titel Noir heißt, Discworld Noir heißt deshalb so, weil es sich an einerseits auf der Scheibenwelt natürlich spielt, andererseits orientiert es sich an den ganzen klassischen Noir-Film, also diesen Schwarz-Weiß-Film mit Humphrey Bogart und so weiter. So jetzt Casablanca, der Malteser-Falken und so weiter. Und wir spielen hier auch einen klassischen Detektiv, relativ raubärtig, eben die Humphrey Bogart-Version der Scheibenwelt. Noch eine Besonderheit an dem Spiel ist, dass es relativ wenig Rätsel, klassische Rätsel gibt, so wie wir jetzt das vorher in Discworld 2 hatten. Sondern alles wird eher über Dialoge gelöst. So, jetzt bin ich aber mal ganz kurz ruhig. Wir schauen uns jetzt mal diese Verfolgungsjagd an. So kommt es, dass unser Hauptcharakter schon innerhalb der ersten 3-4 Minuten tot am Boden liegt. Und wie es aber dazu gekommen ist, das erfahren wir im Laufe des Spiels. Okay, an dieser Stelle ist mir gerade das erste Mal die Software abgeraucht. Deshalb kann es sein, dass jetzt ein paar Dialoge der Anfangssequenz ein bisschen fehlen. Ich habe das versucht, so gut wie möglich zusammenzuschneiden, aber hört selbst. Als Detektiv hatte ich einige schlechte Tage erlebt, aber nie zuvor war ich tot erwacht. Alles begann in der letzten Woche, an einem kalten, feuchten Sektobertag in Ankh-Morpork, der ältesten und verdorbensten aller Städte auf der Scheibenwelt. Hey, sie würde Ihnen bestimmt gefallen. Seit einem guten Monat war ich als Privatdetektiv tätig und die Geschäfte liefen nicht besonders gut. Um einen Privatdetektiv zu beauftragen, musste man ihm vertrauen. Und die Gesamtmenge von Vertrauen in Ankh-Morpork hätte in eine Tasse gepasst. In eine kleine Tasse. Sicher, die Leute vertrauen darauf, dass man nicht den Patrizier verärgert. Sie vertrauen auch darauf, dass man nicht allein in die Schatten geht. Die Leute vertrauen darauf, dass die Assassinengilde ihre Aufträge erledigt und das Doppelte des Honorars zurückzahlt. Die Leute vertrauen sogar dem Tod. Man verlange nur nicht von ihnen, der eigenen Mutter zu vertrauen. Kapitel 1 von Discworld Noir. Herr Luton? Wenn ich's nicht bin, sollte ich den Kerl feuern, der meinen Namen an die Tür gemalt hat. So sieht also ein Privatdetektiv aus. Ich hatte mir etwas Heldenhafteres vorgestellt. Heldenhaftigkeit kostet extra. Was kann ich für dich tun, Fräulein? Eigentlich heißt es Frau. Und mein Name lautet Carlotta. Na schön, eigentlich heißt es Frau Carlotta. Was treibt eine Frau wie dich an einem solchen Abend auf die Straße? Ich möchte dich engagieren, Herr Luton. Bitte nenn mich Luton.
Das Herr klingt so förmlich. Wie viel kostet ein einfacher Fall? Keine Ahnung. Ich hatte noch nie einen einfachen Fall. Ein schwieriger kostet 20 pro Tag. Ich gebe dir 200 im Voraus, plus Spesen. Für 200 sollte ich dich wohl mit ein bisschen Respekt behandeln. Och, ich würde jemanden wie dich nicht darum bitten, Unmögliches zu versuchen. Wie lautet der Auftrag? Ich möchte, dass du einen Mann namens Mundi findest. Warum möchtest du Mundi finden? Kennst du ihn? Nein. Wir kommen bei diesem Fall viel schneller voran, wenn du mich die Fragen stellen lässt. Du hast gern die Kontrolle, nicht wahr, Luton? Wenn du nicht an den Fäden ziehst, fühlst du dich selbst wie eine Marionette. Erzähl mir von dir selbst und Mundi. Ich bin eine einsame Frau gewesen, Luton. Du erstaunst mich. Du wärst überrascht. Schockiert vielleicht, aber nicht überrascht. Mundi ist mein Geliebter, Luton. Besser gesagt, er war es. Er hielt sich eine Zeit lang in Zord auf. Vor einigen Tagen kehrte er an Bord der Milka nach Ankh Morpork zurück. Doch er kam nicht, um mich zu besuchen. Vielleicht hat er eine Affäre. Du fragst dich bestimmt, ob mein Mann davon weiß. Eigentlich habe ich mich gefragt, wann du mir das Geld gibst. Mein Mann starb vor einigen Jahren. Ich hoffe, der arme Kerl lächelte zu jenem Zeitpunkt. Kannst du mir etwas über Mundi mitteilen, das mir dabei hilft, ihn zu finden? Er hat blaue Augen, braunes Haar und ist böse. Er würde dir gefallen. Hat er irgendwelche Freunde in Ankh Morpork? Gibt es jemanden, der hier Freunde hat? Wie groß ist er? Ich weiß nicht. Ich habe ihn praktisch nie in senkrechter Haltung gesehen. Was führte Mundi nach Zord? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nie nach seiner Arbeit gefragt und er hat nie davon erzählt. Muss eine sehr einfache Beziehung gewesen sein. Einfach und direkt. Wo befindet sich das Schiff, mit dem er kam? Unten am Kai. Hast du es dir angesehen? Ich meide solche Orte. Frauen und das Meer. Vergiss die Frage. Du hast dich hier in ein gefährliches Viertel gewagt, Carlotta. Noch dazu allein. Ich kann gut auf mich aufpassen. Das glaube ich dir. Gut. Vertrauen ist wichtig. Ich habe gesagt, dass ich dir glaube. Aber von Vertrauen kann keine Rede sein. Magst du mich nicht, Luton? Ich mag viele Dinge. Ich mag Hunde, aber ich würde nicht darauf vertrauen, dass mich nie einer beißt. Ich beiße nicht. Schade. Ich bin schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gebissen worden. Ich sollte besser mit den Ermittlungen beginnen. Wo kann ich dich erreichen? Ich bleibe mit dir in Verbindung. Bis dann, Luton. Ich hoffte, dass ich sie wiedersehen würde, denn sie hatte mich noch immer nicht bezahlt. Wie dem auch sei, es geschah nicht jeden Tag, dass mir eine schöne Frau einen Fall anbot. Ehrlich gesagt, es geschah nicht oft, dass mir irgendjemand einen Fall anbot. Und die 200 würden mir sicher helfen, die Miete zu bezahlen, falls die Kneipenrechnung noch etwas übrig ließ. Und damit wäre das Intro abgeschlossen. Und in der nächsten Folge werden wir uns hinter das Geheimnis von Mundi machen und wie er mit der Milka nach Ankh Morpork kam. Aber bis dahin wünsche ich euch alle viel Spaß und ich hoffe, es war jetzt nicht allzu schlimm, dass ihr jetzt hier nur das Intro gesehen habt, aber ich habe jetzt allein für dieses Stück etwa 3 Stunden gebraucht, für diese ungefähr 9 Minuten, um diese aufzunehmen, weil es die ganze Zeit abgestürzt ist und hin und her und ich bin fast durchgedreht, aber immerhin bis auf ein paar Sekunden habe ich jetzt alles drauf bekommen. Also macht's gut und wir sehen uns bald wieder auf der Scheibenwelt. Bis dahin. Man sieht sich und hört sich bei Let's Play Discworld Noir.